Der blaue Planet erstrahlt auch nachts. Der Preis dafür sind 15 Milliarden Liter Öl, die jeden Tag verfeuert werden. Hergestellt unter anderem aus kanadischen Ölsenden. Längst sind die Reserven an leicht zu förderndem Öl knapp geworden. Heute muss die Unterwelt der Erde mit modernsten Mitteln erforscht werden, um die letzten Reserven aufzuspüren. In Katar wird sogar aus Gas, selbst ein wertvoller Energieträger, inzwischen Sprit hergestellt. Rückkehr zur Technik aus den 20er Jahren. Vor allem für Mobilität ist Öl zurzeit noch unverzichtbar. Biokraftstoff aus Mais konkurriert mit der Nahrungsmittelproduktion. Der Energiehunger der Welt führt zu schmutzigen und sauberen Methoden der Energiegewinnung. Die letzten Naturlandschaften der Erde werden angegriffen. Vor allem im hohen Norden gibt es Öl und Erdgas. Wer darüber verfügt, kann den Lauf der Welt beeinflussen. Wie Gazprom, der mächtige russische Staatskonzern, der über seine Pipelines mit seinem Gas ganz Europa heizt. Bis Wind und Sonne genug Energie liefern, werden auch die letzten Reserven an Öl und Gas angezapft. Der Kampf um das Öl geht in seine nächste Runde. Erkundungsflug in der kanadischen Provinz Alberta. Das Ziel Fort McMurray. Dort werden Ölsende abgebaut. Ein wahrer Goldrausch, wenn auch ziemlich schmutzig. Eine Landschaft wird umgegraben. Überall riecht es nach Teer. Die Förderung wird gewaltig hochgefahren. 1990 war die Produktion auf 1 Million Barrel Öl am Tag ausgelegt. 2020 wollte man bei 3 Millionen sein. Das hat man schon 16 Jahre früher erreicht. Täglich zum Schichtwechsel staut sich der Verkehr kilometerweit. Die Einwohnerzahl von Fort McMurray hat sich in den vergangenen Jahren auf 75.000 mehr als verdoppelt. Im Rathaus herrscht Hochstimmung. Die Bürgermeisterin sieht eine blühende Zukunft voraus. Wenn Sie sich die Ölsende von Alberta ansehen, die vorhandenen Reserven und die, die in tieferen Schichten mit neuer Technik gefördert werden können, dann kommen wir auf 1,7 Billionen Barrel Öl. Das übertrifft die Reserven in jedem anderen Land. Wir sind jetzt ein wichtiger Spieler auf dem globalen Ölmarkt. Wir brauchen nur die richtigen Verfahren, um verantwortungsvoll zu handeln. 1,7 Billionen Barrel, das entspricht etwa einem Drittel der derzeit bekannten weltweiten Ölreserven. Einziges Problem, es ist schmutziges Öl. Riesige Gebiete werden zu Mondlandschaften. Die Gewinnung ist extrem energieaufwendig und umweltbelastend. Nur etwa 10% dieser Masse sind tatsächlich Bitumen. Man braucht eine Menge Wasser, um den Sand und Lehm zu waschen, um den Kohlenwasserstoff aus dem Ölsand zu gewinnen. Man braucht 2 bis 4 Barrel Wasser für die Produktion von 1 Barrel Bitumen. Erst wird der Wald gerodet, dann die Muttererde abgetragen. Riesige Schaufelbagger graben sich in die Tiefe, um den Schatz zu heben. Die Ölsandschichten sind etwa 40 bis 60 Meter dick und liegen mindestens 50 Meter unter der Oberfläche. Derzeit wird das schwarze Gold noch überwiegend im Tagebau gewonnen, der bis zu einer Tiefe von 100 Metern reichen kann. Das dunkelbraune Gemisch wird gewaschen, um das Öl vom Sand zu trennen. Dabei sinkt der schwere Sand nach unten, das Rohöl schwimmt oben. Ölgewinnung in den Zeiten rapide abnehmender Ressourcen. Die erste Hälfte des Ölzeitalters war das schnelle Wachstum dieses Energieträgers, der so ziemlich alles angeheizt hat. Jetzt kommt die zweite Hälfte des Ölzeitalters auf uns zu. Uns geht nicht das Öl aus, aber wir stehen am Anfang seines Rückgangs. Und das könnte unser Leben radikal verändern. Wir haben es uns bequem gemacht mit dem Öl. Die Erde. An Energie schien es keinen Mangel zu geben. Manche setzten auf Atomenergie, doch spätestens seit in Japan Anfang 2011 die Erde bebte,
eine gigantische Flutwelle ganze Landstriche zerstörte und der Atomreaktor von Fukushima explodierte, scheint die Kernkraft keine Alternative mehr zu sein. Der Abschied vom Öl wird schwieriger. Reden wir über Deutschland, dann gehe ich davon aus, dass kurzfristig die wegfallenden Strommengen aus dem Atomausstieg durch Stromimporte ersetzt werden. Frankreich profitiert davon. Die Vorstellung, dass man gänzlich auf Öl und Gas etwa in gleichen Zeiträumen verzichten könnte, wie man auf Atomenergie verzichtet und verzichten kann, das will ich ausdrücklich unterstreichen, ist natürlich falsch. Denn die Frage ist, was dann? Auch die angestrebte Verdoppelung der erneuerbaren Energien füllt die Atomlücke nicht aus. In der Zwischenzeit setzt man weltweit wieder auf Öl. Wir fliegen jetzt an der Ölsandraffinerie vorbei. Sie ist wohl der schlimmste Luftverschmutzer Kanadas. Die Produktion von Öl aus Teersand ist energieaufwendig und schmutzig. Im Sand steckt nicht nur Öl. Das ist der Schwefel. Zurzeit kriegt man nicht viel dafür, sodass es sich nicht lohnt, ihn abzutransportieren. Der Tagebau frisst sich durch die Landschaft. Das ist das Abbaugebiet für Ölsände in der Athabasca-Region. Hier findet der Großteil der Förderung statt. Die Lager sind etwa 100 Meter unter der Oberfläche. Diese Fläche ist etwa 47.000 Quadratkilometer groß. Und der Großteil, etwa 99%, ist schon von der Ölindustrie geleast. Der Abbau der Ölsände in Alberta ist nicht neu. Am Athabasca-Fluss kann man noch heute die Spuren der Anfänge aus den 60er Jahren sehen. Neu ist, dass es sich beim heutigen Ölpreis lohnt. Ist es ein Fluch oder ein Segen für die Region? Ich denke, es könnte ein Segen sein, wenn wir sie in verantwortungsvoller Weise abbauen würden und dabei wissenschaftlich festgelegte Standards für die Umweltbelastung einhalten würden. Und wenn ein Großteil der Einnahmen dazu genutzt würde, den Umstieg Kanadas hin zu einer sauberen Energie zu finanzieren. Soweit die Theorie. In der Praxis entsteht vorwiegend Industriebrache. Das Abbaugebiet ist übersät mit riesigen Absetzbecken, ganze Seen randvoll mit hochgiftigen Schlämmen, die als Abfallprodukt beim Auswaschen des Öls anfallen. Sie müssen das Abwasser vor Ort in Auffangbecken lagern. Diese Seen haben eine Fläche von etwa 170 Quadratkilometern. Mit diesen Seen sind Risiken verbunden für Gewässer und die Tierwelt. Wir alle wissen außerdem, dass sie undicht sind. Die Industrie verspricht, die Absetzbecken nach dem Austrocknen wieder aufzuforsten. Schon 700 Quadratkilometer dieser Region sind zerstört. Und nur ein Quadratkilometer ist wieder aufgeforstet. Das sind gerade mal 0,2%. Wir haben also noch einiges vor uns. Die Industrie hat schon mehr aufgeforstet, aber das wurde noch nicht von der Provinzregierung offiziell anerkannt. Bis hier wieder Wald steht, vergehen Jahrzehnte. Schon das Austrocknen der Schmutzbecken dauert. Dann wird Sand über die Giftbecken geschoben. Am Ende werden Bäumchen gepflanzt, ein Anfang nicht mehr. Es ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, die Verantwortung hierfür zu übernehmen. Eine Naturlandschaft wie vorher entsteht nie wieder. Das hier ist neu gepflanzt. Sie sehen, die Bäume stehen alle in einer Reihe. Es gibt zwei Sorten von Ölsenden. Eine Sorte kann man von der Oberfläche abtragen. Und dann gibt es diese enormen Gruben, die sind 70 Meter tief oder so. Klar, dagegen gibt es ökologische Einwände. Es zerstört den Wald und vergiftet Wasser und all das. Aber man könnte sagen, es ist ein abgelegener Teil von Kanada. Also es schadet nicht so vielen Leuten. Tatsächlich ist die bisher abgebaute Fläche etwa so groß wie die Fläche von Berlin, inmitten des Staates Alberta, der doppelt so groß ist wie Deutschland. Die Ölsände liegen zwischen 20 und 75 Metern unter der Erde. Alles, was tiefer als 100 Meter liegt, muss mit In-Situ-Technologie gefördert werden.
Diese komplizierten Ölsorten haben den Effekt, dass sie den Rückgang des konventionellen Öls ein wenig bremsen. Das hilft, aber nur vorübergehend. Unter der Erde sind noch riesige Ölreserven. Am Ende dieses Jahrhunderts wird immer noch ein bisschen Ölsand übrig sein. Wenn die Ölsände tiefer liegen, wird unter der Oberfläche das Öl mit heißem Dampf herausgewaschen. Wir glauben, dass die Technologie, die wir bei den Ölsenden anwenden, die mit Dampfunterstützung arbeitet, den Umwelt- und Sicherheitsansprüchen gerecht wird. Dabei bleiben die Landschaften an der Oberfläche weitgehend intakt. Die mit dem Dampf in den Boden gepressten Chemikalien aber bleiben dort für immer. Der Athabasca River, an dessen Ufern die Ölsandgruben liegen, spendet das Wasser für die Sandwäsche. Es gibt noch Fische im Fluss. Doch die Angler, selbst Ölarbeiter, hüten sich, sie zu essen. Manche sorgen sich um die Umwelt, aber die geht sowieso zum Teufel. Hauptsache Öl und Arbeitsplätze. Warum sollte es im Norden Kanadas auch anders sein als im Rest der Welt? Es sieht so aus, als habe die Menschheit den biblischen Auftrag, machet euch die Erde untertan, gründlich erfüllt. Es war das Öl, das die Welt am stärksten verändert hat, in nicht einmal 100 Jahren. Es hat enorme technologische Fortschritte gegeben. Damals bin ich auf einem Esel geritten und habe mir die Steine mit einer Lupe angesehen und mir handschriftliche Notizen gemacht. Damals, als Colin Campbell und seine Kollegen in die Welt hinauszogen, um das schwarze Gold der Erde zu orten, ahnte niemand, dass die Vorräte so schnell schwinden würden. Heute ist der Einsatz modernster Technologie notwendig, um etwa die Reserven tief unter dem Meeresboden zu erkunden. Forschungsschiffe mit sensiblen Messgeräten im Schlepptau spüren Ablagerungen in Kilometern Tiefe auf. Um die Daten auszuwerten, erzeugen die Forscher künstliche Welten im Computer, Virtual Reality. Dreidimensional, mit Spezialbrillen ausgestattet, kriechen die Forscher gleichsam durch die Sedimente und erkunden so die geologischen Formationen, Expeditionen bis in die Unterwelt. We'll fly over Nigeria. Jetzt fliegen wir über Nigeria. Dort sehen Sie das Niger-Delta, einige Einzelheiten der Oberfläche. Jetzt verlassen wir den Strand, entfernen uns vom Festlandsockel, fahren durch 2500 Meter Wasser. Jetzt sehen wir den Meeresboden, eine Karte aus seismischen Daten. Und jetzt gehen wir unter den Meeresboden, etwa 2500 Meter tiefer, und landen in diesem seismischen 3D-Würfel, wo wir einige Eigenschaften anschaulich hervorheben. Es ist auch eine Reise in die Vergangenheit der Erde. This is a folded area. Über lange Zeitspannen und unter hohem Druck kann sich sogar der härteste Stein verformen. Wir sehen hier eine Schicht auf dem Boden, der als Quellgestein identifiziert wurde. Das ist praktisch die Küche. Hier sind das Öl und Gas entstanden. Manchmal sehen wir bei der seismischen Analyse bereits das, was man direkte Kohlenstoffindikatoren nennt. Das heißt, wir können feststellen, ob es Öl oder Gas gibt. We can find the presence or locate the presence of oil and gas. Vor noch 25, 30 Jahren konnten wir einfach ein vertikales Loch bohren. Und ich mag mich noch gut erinnern, so die Zielvorgabe, die war 200 auf 200 Meter. Auf einer Tiefe von ungefähr 2 Kilometer. Heute können wir und wollen wir auch 10.000 Meter bohren und die Größe dieses Zimmers hier treffen. Das ist die Zielvorgabe. In Zukunft werden Kapitaleinsatz, Wissenschaft und Technik darüber entscheiden, wie lange das Öl tatsächlich noch reicht. Emlichheim an der deutsch-holländischen Grenze. 16 neue Ölquellen erschließt der Konzern Wintershall hier im Emsland. Auf einem Ölfeld, das schon seit fast 70 Jahren in Betrieb ist. Jetzt sollen neue Bohr- und Fördertechniken noch den letzten Winkel des Ölfelds erreichen. Da genügt es nicht, senkrecht zu bohren. Man muss quasi um die Ecke gehen und das 800 Meter tief im Erdreich. Wir müssen ihn jetzt langsam durch die Biegung von der vertikalen Position in die horizontale Position einfädeln. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, wie biegsam
ein 4-Zoll-Rohr ist, dann braucht es doch einiges an Kraft und Gefühl, um das um die Kurve zu bringen und dann gerade in der Horizontalen einzubauen. Das Öl in Emlichheim wurde 1943 entdeckt. Noch im Zweiten Weltkrieg begann die Förderung. Seither gewinnt man hier pro Jahr 1 Million Barrel. Die Kunst ist es, diese Menge zu halten, noch jahrzehntelang. Wir können jetzt aus den Lagerstätten durch Einsatz neuer Technologien einen wesentlich höheren Entölungsgrad erreichen. Schauen Sie, 2/3 des Öls haben wir im Schnitt in der Vergangenheit immer im Boden gelassen. Jetzt bereiten wir uns darauf vor, mit neuen Technologien weitere 5-10% aus solchen alten Lagerstätten herauszuholen. Genau das passiert in Emlichheim. Mit immer neuen Verfahren bleibt die Förderung über Jahrzehnte auf hohem Niveau. Man hat dann 1950 das erste Mal die Peakproduktion von 150.000 Tonnen im Jahr erreicht. Und hätte man dann nichts unternommen, wäre die Förderung von dort aus langsam sukzessive zurückgegangen. Was man natürlich auch hatte, man hat Wasser mit dem Öl mitgefördert. Man fing an, das Wasser abzutrennen und hat das Wasser wieder zur Druckunterstützung im Feld reinjiziert und hat damit diese sogenannte Sekundärförderung gehabt. Das heißt, mit der Wasserunterstützung wurde weiter Öl gefördert. Man ging dann zu der sogenannten Tertiärproduktion mit Heißwasser über. Und man sieht also, der Effekt war genial. Man ist auf über 200.000 Tonnen im Jahr hochgeschossen. Man konnte die Produktion weitere Jahre auf einem sehr hohen Niveau halten und konnte parallel dazu die Dampfluttechnologie weiterentwickeln. 1981 wurde die Dampflutanlage aufgebaut und man fing dann sukzessive an, das Feld weiter zu bedampfen und dafür die Heißwasserproduktion zurückzufahren. Der Dampf bringt den zusätzlichen Ertrag. Weil das Öl in Emlichheim zäh und dickflüssig ist, wird es mit 300 Grad heißem Wasserdampf erwärmt, der mit Hochdruck in die Lagerstätte gepresst wird. Dadurch wird das Öl dünnflüssiger und kann leichter zutage gefördert werden. Inzwischen arbeiten wir nur noch mit der Dampfproduktion und bedampfen immer weitere Teile im Feld. Dadurch wird das Öl immer dünnflüssiger und es lässt sich weiter produzieren. Und bis zum letzten Jahr konnten wir also unseren Jahresschnitt von 140.000 Tonnen im Jahr immer halten. Gute Aussichten für das Ölzeitalter. Es könnte länger dauern, als viele bisher glauben mochten. Das müssen wir uns vorstellen, wenn wir jetzt sagen, global 1% mehr, würde das bedeuten eine 3-jährige Produktionsmenge. Das ist also unheimlich viel Öl, das schon gefunden ist. Müssen wir aber neue Technologien finden, um es ja tatsächlich fördern zu können. Wie das funktioniert, sieht man auch auf der holländischen Seite des Emslandes in Schonebeek. Das Ölfeld wurde in den 90er Jahren stillgelegt. Jetzt lohnt sich die Förderung wieder. Hier sind wir am Bohrloch. An dieser Stelle haben wir horizontal gebohrt. Diese großen Anlagen sind hocheffiziente Pumpen, die relativ große Mengen aus den Quellen fördern können. Pumpen, Pipelines, die Aufbereitungsanlage, alles wurde 2007 neu aufgebaut für rund 300 Millionen Euro. Wir haben ständig weiter geforscht und dank der neuesten Technologien lohnte es sich, noch einmal in das Ölfeld zu investieren und wieder zu fördern. 250 Millionen Barrel Öl hat man hier bisher gewonnen. Weitere 100 Millionen will man noch herausholen. Auch in Texas, der Heimat der amerikanischen Ölindustrie, hat die Jagd nach dem Öl wieder begonnen. Jetzt wird gefrackt, auch in der einstigen Ölstadt McCamey. Fracking heißt eine Methode, mit der auch schwer zu gewinnende Rohstoffreserven gefördert werden. Jetzt hoffen die Texaner auf einen neuen Boom. Denn angesichts der schwindenden Ölvorräte werden auch solche Vorkommen interessant, deren Verwertung bislang als zu kompliziert und zu teuer galt. So wie das Öl aus Schiefergestein in McCamey. Um es zu gewinnen, braucht man Wasser, tonnenweise. Da ist Wasser drin. Das wird fürs Fracking gebraucht. Täglich wälzen sich Hunderte von Tankwagen durch die Orte. Sie fahren zu den Bohrlöchern, an denen das Wasser mit Hochdruck in den Boden gepumpt wird. Vermischt mit Sand und Chemikalien, die viele für gefährlich halten. Mögliche Umweltgefahren aber interessieren in Texas kaum jemanden. Die Bürgermeisterin hofft, dass es wieder aufwärts geht. Wir haben hier immer noch Öl, aber es ist nicht mehr so leicht verfügbar. Wenn man es früher nach oben gepumpt hat, dann floss es.
Das ist der große Unterschied. Wenn man es jetzt herauspumpen will, geht das manchmal nicht so gut. Dann muss man fracken. Sie machen es, damit mehr Öl aus dem Gestein herauskommt. Auf Öffentlichkeit legen die Firmen bei ihren Untergrundgeschäften allerdings keinen Wert. Umweltschützer fürchten, dass dieser Ölboom zu schweren Umweltschäden führt, vor allem wegen der Chemikalien. Sie haben Angst, dass das Grundwasser verseucht werden könnte. Anderswo soll auch schon die Erde gebebt haben. Für echte Texaner kein Grund zur Aufregung. Ich glaube, es gibt viele Wege, das Öl zu fördern. Und sie finden ständig neue Wege. In Kilgore gibt es einiges an Fracking. Davon haben wir noch nichts gespürt. Keine Löcher in der Erde, keine Erdbeben. Also in dieser Gegend haben wir damit keine Probleme. In den USA liefern schon 70.000 Bohrlöcher Gas durch Fracking. Das führte zu Protesten, denn manchmal mischte sich das Gas mit dem Grundwasser, sodass das Wasser brannte. Das Fracking wurde in Texas erfunden von kleinen Firmen, die das Letzte aus ihren Anlagen herausholen wollten. Jetzt wird der Ölschiefer überall angebohrt. With the new technologies. Die neuen Technologien werden jetzt im Osten der Vereinigten Staaten, in New York, in Pennsylvania, Ohio angewendet. Diese Staaten sind jetzt Energieproduzenten. Alte Ölfelder reaktiviert. Nur eine Frage des Preises. Bis jetzt ist ja noch kein Energieträger aus Mangel an Angebot ausgegangen. Die Kohle nicht, das Erdgas nicht und auch das Erdöl nicht. Und ich vermute, das wird auch so bleiben. Sie können am konkreten Beispiel Öl ja aus allem herstellen, wenn Sie wollen, aus Biomasse oder aus dem Stuhl hier. Das ist nur eine Frage der Kosten, und zwar der finanziellen Kosten und eben auch der Umweltkosten. Der Planet Erde ist noch für manche Überraschung gut. Er steckt voll von Gas, auch wo man es nicht vermutet. Lünne, Kreis Emsland. Ein kleiner Ort kämpft gegen die Industrie. Die will hier Erdgas aus Schiefergestein holen. Die Methode Fracking. Riesige Tankwagen bringen Wasser heran, aber nicht nur das. Mit dem Wasser werden diverse Chemikalien, ein ganzer Cocktail aus bisher geheim gehaltenen Substanzen, in die Bohrlöcher gepresst. Der Druck muss gewaltig sein, um den harten Schiefer zersplittern zu lassen. Im Geoforschungszentrum Potsdam beschäftigt sich der Fracking-Experte Brian Horsfield mit dem neuen Wundergestein, das die Erdgasreserven der Welt plötzlich explodieren lässt. Dieser Gestein aus Texas, dann ist es eine tolle Quelle für Erdgas, weil es viel organische Substanzen drin, das heißt viel Gas, viel Quarz, viel Calcit, man kann das Gas rausholen. Dafür bohrt man zunächst senkrecht in die Tiefe, bis zu 5000 Meter. Ein Mantel aus Stahl und Beton sichert das Bohrloch ab. Sobald das gashaltige Schiefergestein erreicht ist, wird waagerecht gebohrt. Dann brechen kontrollierte Sprengungen das Schiefergestein auf. Es folgt das eigentliche Fracking. Sand wird zusammen mit Wasser und einem Chemikaliencocktail in das aufgebrochene Gestein gepresst, um die Risse offen zu halten. Anschließend strömt das Gas an die Oberfläche. Im niedersächsischen Hemsbünde sind die ersten Nebenwirkungen des Fracking in der Nachbarschaft aufgetreten, nicht ganz untypisch. Mögliche Risiken, dass man kleine seismische Wellen produziert und deswegen überlegt, man könnte das zu Schaden kommen. Dazu noch eine ganze Reihe gefährlicher, giftiger und gesundheitsschädlicher Chemikalien. Schlimmstenfalls könnten sie ins Trinkwasser gelangen. Doch die weltweiten Schiefer- und damit Gasvorkommen sind gigantisch. Die Internationale Energieagentur, die hat gerade eine Studie gemacht, die hat gezeigt, dass es für 250 Jahre Gasreserven im Moment gibt. Und davon werden einige mächtig profitieren. Zum Beispiel das kleine Emirat Katar, ein Land mit 300.000 Einwohnern, das gerade ein modernes Märchen aus Tausend und einer Nacht erlebt. Katar besitzt ein Siebtel der weltweit bekannten Erdgasreserven. Das sehen wir eigentlich über die nächsten Jahrzehnte, dass das Erdgas eigentlich einer der wichtigsten Energieträger werden wird.
Strom aus Gas herzustellen, ist schlicht und einfach viel kostengünstiger als aus Kohle. Ja, es kostet ein Kohlekraftwerk, kostet zwischen 2 bis 3 Mal so viel wie ein Gaskraftwerk für die gleiche Kapazität. Atom ist etwa 5-mal so teuer. Windenergie auf dem Land ist etwa 7 bis 10 Mal so teuer. Erdgas zu Sprit. In Katar entsteht die größte Anlage der Welt zur Gasverflüssigung. 13 Milliarden Euro hat Shell hier investiert. Rund 20 Millionen Liter Sprit werden hier aus Gas gemacht, jeden Tag. Gas wird das Benzin der Zukunft. Mit der Gasverflüssigung können wir aus all diesen Gasreserven hochwertige Öle und Ölprodukte produzieren. Das heißt, wir profitieren von den riesigen Gasvorkommen in der ganzen Welt und können die flüssigen Produkte anbieten, die normalerweise aus Öl hergestellt werden. Erdgas ist im Überfluss da. Es gibt nur einen Haken. Das Verfahren ist zu teuer. Noch. Wir müssen, glaube ich, sehr deutlich uns anschauen, wie ist die Wettbewerbssituation. Derzeit ist die Raffinierung von Öl einfach so viel kostengünstiger als eine Fischer-Tropsch-Synthese auf Erdgasbasis, dass ich hier keine großen Perspektiven derzeit sehe. Erst in dem Moment, wo die Ölnachfrage so hoch ist, dass sie durch die Ölproduktion nicht mehr gedeckt wird, wird diese Technologie interessanter werden. Doch das Gas ist für Katar quasi umsonst. Im neuen Technologiepark wird die Zukunft erforscht. Die Details werden gehütet wie ein Staatsgeheimnis. Man verspricht sich einen Vorsprung vor der Konkurrenz. Weltweit. Dabei ist seit über 80 Jahren bekannt, wie man aus Gas erst Wachs und dann Flüssigkeit macht. Nur hat es sich jahrzehntelang nicht gelohnt. Hier sehen Sie das Paraffin, Wachs. Das ist ein Zwischenprodukt. Wenn man das jetzt chemisch bearbeitet, ist es auch bei Raumtemperatur flüssig. Zwei deutsche Chemiker, Franz Fischer und Hans Tropsch, hatten in den 20er Jahren entdeckt, wie man aus Kohle synthetisches Benzin herstellt. Im Zweiten Weltkrieg versuchten die Nazis, so dem Ölmangel abzuhelfen. Das alte Fischer-Tropsch-Verfahren ist in Deutschland erfunden worden, aus Kohle mit Wasser, damit Wasserstoff, Benzin zu erzeugen. Sehr gut möglich, dass wir, wenn die Energieknappheit oder die Ölknappheit als Ressource zunimmt, dass man sich sehr wohl wieder diesem Verfahren zuwendet. Das ist alles eine Frage des Aufwandes und der Kosten. Technisch möglich wäre das. Und die alten Verfahren lassen sich nicht nur auf Kohle oder Erdgas anwenden. Selbst die Konzerne, die das Mineralöl im Namen führen, suchen weltweit in ihren Forschungslabors nach neuen Grundstoffen für das Benzin. Mehr als 125 Jahre wurden Autos vor allem mit Öl betrieben. Seit der Erfindung des Verbrennungsmotors hatte es keinen leichter verfügbaren, energiereicheren und billigeren Stoff gegeben. Also hier sind wir jetzt im Rollenprüfstand. Hier machen wir unsere ersten Teste, entwickeln neue Kraftstoffe. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel einen LKW auf der Rolle. Auch weiterhin wird es Autos geben, die mit Benzin oder Diesel fahren. Aber es muss nicht mehr unbedingt nur aus Öl gemacht werden. Wir werden deutlich mehr Fahrzeuge haben. Wir werden 2 Milliarden Fahrzeuge in 2030 nach derzeitiger Vorhersage haben. Und deshalb brauchen wir eine Bandbreite von verschiedenen Kraftstoffen. Denn das Öl allein kann den wachsenden Bedarf nicht decken. Wir leben demnächst in einer Welt in vielleicht 20 Jahren, wo die großen fossilen Energieträger Kohle, Gas und Erdöl ungefähr alle drei denselben Marktanteil haben, ungefähr 27-28%. Und wo damit zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte es der Fall wäre, dass kein einzelner Energieträger dominant ist. Es zeichnen sich Alternativen zu Öl und Gas ab. Sie entstehen langsam, aber sicher. Hier nur mal ein Beispiel für Biokraftstoffe. Das ist ein ganz neuer Bereich. Wir versuchen zum Beispiel aus Stroh, aus Holz, Hackschnitzeln verschiedene Biokraftstoffe herzustellen. Entweder dann Ottokraftstoffkomponenten aus dem Biokraftstoff oder indem man ölhaltige Früchte von Pflanzen und das Pflanzenöl dann nutzt und das weiterverarbeitet, um dann Dieselkraftstoff daraus herzustellen, den herkömmlichen Biodiesel. Doch die Spritproduktion aus Nahrungspflanzen ist problematisch. Wir müssen heute erkennen, dass die Biokraftstoffe der ersten Generation, die im Wettbewerb mit den Nahrungsketten stehen,
eine Sackgasse darstellen. Wir können diesen Wettbewerb nicht provozieren und dann preistreibend auf Grundnahrungsmittel wirken. Und deshalb liegt es nahe, nicht nur aus den Früchten, sondern aus dem Abfall von Pflanzen und aus Holzresten Benzin zu machen. 2008 entstand mit Hilfe von Automobilkonzernen und mit umfangreichen Steuergeldern eine Fabrik in Sachsen. Auch in der Politik waren die Erwartungen hoch. Doch nach kurzer Zeit war die Firma pleite. Der Sprit aus Abfall war zu teuer. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir aus den Abfall-Biowerkstoffen wie Holz und Stroh irgendwann über sogenannte enzymische Reaktionen Biodiesel und Bio-Benzin herstellen können. Aber das wird noch einige Zeit dauern. So geht die Suche nach Alternativen weiter. Bei der Automobilausstellung in Frankfurt präsentierten alle großen Hersteller ihre neuesten Sparmobile. Es ist Bewegung in die Mobilität gekommen. Elektrohybrid und Wasserstoffantrieb konkurrieren miteinander. Doch auch im alten Verbrennungsmotor steckt noch Einsparpotenzial. Es gibt noch so viele Möglichkeiten, so viele Ideen, die Dieselmotoren und die Ottomotoren in ihrer Effizienz zu steigern, sodass ich glaube, dass die Systeme, Verbrennungsmotor, Elektromobilität, auch irgendwann mal Wasserstoffmotoren, Gasmotoren, noch lange nebeneinander existieren werden. Bis es gelingt, leistungsstärkere Batterien zu entwickeln oder Wasserstoff als Energiespeicher für Brennstoffzellen zu nutzen. Wir werden beides in der Zukunft sehen. Batterieelektrische Fahrzeuge, vornehmlich für kleine Fahrzeuge im urbanen Bereich. Dementsprechend dann die Brennstoffzelle für größere Fahrzeuge und vor allem auch für längere Strecken. Schon der alte Ferdinand Porsche hatte einst mit Elektroautos angefangen. Problem bis heute, die Batterien. In Europa richtet sich zurzeit alle Hoffnung auf das Erdgas. Und in der Nordsee, dort wo vor 30 Jahren neue Ölquellen unter Wasser entdeckt wurden, wird jetzt auch Erdgas gefunden. Mehr als man je für möglich gehalten hätte. RWE Dea, die Erdgas- und Rohöltochter des Energieriesen RWE, hat gerade auf einer holländischen Werft eine neue Gasförderplattform bauen lassen. Gesamtkosten rund eine halbe Milliarde Euro. Durch die Energiewende macht sich diese Investition jetzt doppelt bezahlt. Wir als RWE Dea haben ganz gezielt den Anteil unserer Gasproduktion erhöht. Er soll in den nächsten Jahren auf eine Größenordnung von 70% gehen. Der Rest wird Ölproduktion sein, die wir natürlich auch weiterhin haben wollen. Nichtsdestotrotz ist Erdgas ein, ich sage mal, kommender Energieträger, auch gerade vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir in Deutschland haben, im Rahmen des Atomausstiegs und der Frage, wie die Stromerzeugung in Zukunft werden soll. Fieberhaft wird nach heimischen, europäischen Gasquellen gesucht, denn wie einst beim Öl fürchtet man die Abhängigkeit von Gaslieferanten außerhalb der EU. Vor allem die von einem, Russland. Am nördlichen Polarkreis, 2400 Kilometer nordöstlich von Moskau, liegt Novi Urengoi. Die sibirische Taiga, unberührte Natur mit kurzen, mückenreichen Sommern und eiskalten Wintern. Novi Urengoi gilt als Russlands Gashauptstadt. Dabei ist das Gas nur zu sehen, wenn es wie hier verbrannt wird, um seine Qualität zu testen. Die Erdgasreserven sind in diesem Jahrhundert unbegrenzt. Was wird im 22. Jahrhundert passieren? Wahrscheinlich werden neue Ressourcen kommen, wie Gas aus Schiefergestein oder aus Kohleminen. Ich denke, die Zukunft von Erdgas geht weit über das 21. Jahrhundert hinaus. Gazprom ist ein russisches Staatsunternehmen, das aber seit Jahren mit deutschen Firmen zusammenarbeitet. Ein Joint Venture soll die Zusammenarbeit zementieren. Wir wissen, was derzeit auf der Welt passiert. Wir haben die Ereignisse in Japan erlebt. Wir kennen die Lage in Libyen und Ägypten, im Iran. Deshalb spüre ich eine große Verantwortung, dieses für die Energieversorgung so wichtige Objekt zu leiten. Bereits jetzt kommen 40% des deutschen Gases aus Russland. Neuerdings gibt es mit der Nord Stream Pipeline eine direkte Verbindung.
Das Gas geht von hier aus über das System von Gazprom durch ganz Russland zum Leningrader Gebiet und dort an die Grenze. Dann führen wir es auf der nördlichen Strecke durch die Ostsee. Es kommt in Deutschland bei Greifswald wieder an Land. Die deutsche Angst vor einer allzu großen Abhängigkeit von Moskau wird von Präsident Putin belächelt. Eins habe ich nie verstanden. Womit wollt ihr eigentlich heizen? Unser Gas wollt ihr nicht, Atomenergie auch nicht. Wollt ihr mit Holz heizen? Und selbst dafür werdet ihr nach Sibirien fahren müssen. Der Kreml der Energie, die Zentrale von Gazprom in Moskau. Von dieser Schaltzentrale aus wird großen Teilen Europas der Gashahn an- und abgestellt. Zu Gazprom gehören derzeit mehr als 20 Unternehmen. Sie erhalten von uns jeden Tag Anforderungen, wie viel Gas sie fördern sollen, wohin sie es transportieren sollen und in welchem Umfang. Für jeden Ort werden da klare Anforderungen gestellt. Die Nord Stream Pipeline ist das wohl wichtigste Energieprojekt zwischen Russland und der Europäischen Union im 21. Jahrhundert. Die 1224 Kilometer lange Pipeline führt von Russland unter der Ostsee direkt nach Deutschland. Verlegearbeiten vor der Küste Finnlands. Das italienische Spezialschiff Castoro Sei versenkt den zweiten Strang der Ostsee-Pipeline. Die Gasverbindung zwischen Russland und Deutschland war nicht unumstritten. Manche Kritiker befürchteten eine zu große Abhängigkeit. Nehmen Sie zum Beispiel Russland und Deutschland. Wenn Russland plötzlich sagt, wir werden euch kein billiges Öl und Gas liefern, dann gehen in Berlin die Lichter aus. Das sehen die Betreiber in Russland naturgemäß ganz anders. Wenn wir so reden würden wie diese Leute, die behaupten, vor Gazprom müsse man Angst haben, könnten wir genauso gut sagen, dass wir vor Europa Angst haben sollten. Wir sind genauso abhängig von den Einnahmen. Wenn jemand die Zahlungen stoppt, was dann? Ich denke, das ist kindisch. Die Ostsee-Pipeline ist für 50 Jahre und höchste Belastungen ausgelegt. Und das verlangt nach viel Vertrauen in die Technik und die Politik. Alle Energiepolitik hat auch immer etwas zu tun mit den staatlichen Stellen, gar keine Frage. Aber diese Frage Machtpolitik intendiert ja, dass wir uns Sorgen machen müssten um die Liefertreue etwa Russlands. Das ist nicht so. Selbst in den finstersten Zeiten des Kalten Krieges waren die Gaslieferungen nie in Frage gestellt. Insgesamt 200.000 Rohre mit einer Länge von jeweils 12 Metern und einem Gewicht von etwa 12 Tonnen wurden für die zweisträngige Pipeline in der Ostsee versenkt. In Lubmin bei Greifswald kommt das russische Gas in Deutschland an. Wir sind jetzt hier an der anderen Stelle der Ostsee-Pipeline. Hier an der Stelle kommt die Gasleitung langsam etwas aus dem Boden heraus. Und genau hier an der Stelle kommt sie nach 1220 Kilometern nach oben. Hier wird das russische Gas an das europäische Netz angepasst. Druck und Temperatur werden neu justiert. Vor wenigen Wochen wurde die Ostsee-Pipeline endgültig mit dem europäischen Gasnetz verschweißt. Wir machen jetzt hier heute die letzte Schweißnaht. Ab jetzt sind wir fest miteinander verbunden, ob wir wollen oder nicht. Seit dem 8. November fließt das sibirische Gas in deutsche Haushalte. Die Kanzlerin und der russische Präsident drehen gemeinsam am Rad der deutsch-russischen Energieversorgung, als die Pipeline eröffnet wird. Bis zum Jahr 2030 sollen 30% des deutschen Gasverbrauchs durch die Ostsee-Pipeline fließen. Wenn möglich, ohne plötzliche Preiserhöhungen oder politisch bedingte Lieferengpässe. Bei Verbrauchsschwankungen kann das Gas zwischengelagert werden, dann pumpt man es zurück in die Erde. Zum Beispiel in Salzkavernen, die extra dafür ausgespült werden.
Auch hier kann mit Hilfe seismischer Messungen ein genaues 3D-Bild errechnet werden. Die Erde ist durchsichtig geworden. Und was heraus oder hinein befördert wird, ist nicht mehr allein vom reinen Zufall abhängig. Wenn wir nun die Bohrungen einlagern, kommt über die Vorderleitung das Gas durch den Bohrlochskopf in die Bohrung runter, fließt dann 2000 Meter durch dicke Rohrleitungen, bis es die Gesteinsschichten erreicht, wo es eingespeichert wird. Wenn wir das Gas im Winter wieder benötigen, lassen wir das Bohrloch sozusagen zurückfördern. Das Gas fließt dann aus dem Gestein in die Förderstränge zurück, kommt nach Obertage und fließt in die Gastrocknungsanlagen. Auf der Erde wird noch lange nicht das Licht ausgehen. Nur der Preis dafür, er wird immer höher. Und das hat sogar Vorteile. Denn wenn das Öl teuer ist, rechnen sich erneuerbare Energien wie die aus Wind und Sonne. Was passiert wird, ist, dass wenn die Verknappung zunimmt, die Kosten steigen, Alternativen entwickelt werden, sodass die Leute, die es nachfragen, Alternativen haben und auch auf der Angebotsseite neue Energieträger sich entwickeln, wie wir es heute sehen im Bereich der Biokraftstoffe, der erneuerbaren Energien und so, und dass dann graduell der Abschied vom Öl von der Nachfrageseite kommt. Das bedeutet natürlich, dass man verglichen mit heute und 2050 etwa 2/3 mehr Energie gebrauchen wird. Jetzt nehmen wir auch mal an, dass natürlich viele hoffen, dass das alles erneuerbare Energien sein werden bis 2050. Wenn wir aber annehmen, dass alle diese erneuerbaren Energien mit doppelstelligen Zahlen pro Jahr wachsen, selbst dann können diese nur etwa 1/3 des Energiebedarfs bis 2050 abdecken. Das heißt, dass wir eben immer noch angewiesen sein werden auf die fossilen Brennstoffe, unter anderem also Öl. Illusionen sind gefährlich, auch die, dass erneuerbare Energien den Run auf die Arktis stoppen könnten. Ungefähr 1/4 aller Öl- und Gasreserven sind in der Arktik, in den arktischen, im Norden, ja, in den arktischen Regionen. Also das sind ziemlich viel. Das ist natürlich eine Attraktivität für die Ölgesellschaften, dort zu explorieren. Die Konflikte sind programmiert. Schon jetzt verteidigen Umweltschützer die kalten Paradiese im Norden. Die Territorien werden abgesteckt. Die Vorkommen sind da und Sie können nicht sagen, hier werde ich jetzt einen großen Zaun machen und diese Vorkommen werden nicht ausgebeutet werden. Diese Vorkommen, wenn sie entdeckt sind, werden der Nutzung an der Oberfläche zugeführt werden. Das ist unvermeidbar. Die Abhängigkeit der modernen Welt vom Öl ist so enorm, dass man versuchen wird, die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Aber ernsthaft behindern wird es die Entwicklung dieser Quellen nicht. Das Öl der Zukunft liegt eben auch in unberührten Naturlandschaften. Und das kann man als Zeichen deuten. So oder so. Ich denke, das Ölzeitalter geht zu Ende. Wir sind am Beginn des Endes des Ölzeitalters. Nein, wir sind mittendrin, im vollen Gange. Stoppen werden auch die Aktivisten von Greenpeace und anderen Umweltverbänden den Angriff auf die Arktis nicht. Aber vielleicht erreichen, dass das Öl der Zukunft nicht das Ende der Natur bedeutet. Vor Grönland und anderswo.